Hallo meine Lieben, ich grüße euch ja. Heute gibt es mal wieder was Leckeres, Veganes und wie ihr hier schon im Hintergrund erkennen könnt, wird es verdammt bunt. Ich liebe ihr buntes Essen, dann schmeckt das nicht nur toll, sondern sieht auch so aus. Ja, es kommt verdammt viel Gemüse rein, denn es gibt einen Gemüse-Tofu-Topf mit Glasnudeln. Das Ganze wird heute also ein wenig asiatisch. Ich hoffe, ihr habt da Lust drauf. Was ihr für Zutaten braucht für einen großen Topf für 4 Personen, das zeige ich euch jetzt. 300 Gramm klein geschnittenen Chinakohl, 750 Milliliter Gemüsebrühe, Sojasauce zum Abschmecken, 2 bis 3 Esslöffel geröstetes Sesamöl, Pfeffer, 200 Gramm Glasnudeln, eine Paprika in feine Streifen geschnitten, 100 Gramm halbierte Zuckerschoten, 200 Gramm Tofu, eine Knoblauchzehe und etwas frischer Ingwer fein gehackt, etwas frischer Zitronensaft, 100 Gramm Shiitake-Pilze in Scheiben geschnitten, eine Möhre geschält und in feine Scheiben gehobelt und eine scharfe rote Peperoni entkernt und in Scheiben geschnitten und etwas frischer Koriander. Das Einzige, was bei diesem Gericht wirklich ein bisschen Arbeit macht, ist die ganze Schnibbelarbeit von diesem ganzen wunderbaren, leckeren, frischen Gemüse. Dafür ist ja die asiatische Küche bekannt, dass alles richtig schön frisch und auch noch ein bisschen knackig sein darf. Also hier wird es nicht zerkocht, das ganze Gemüse. Da sind die ganzen Vitamine noch enthalten und so soll es ja auch sein. Das Ganze ist richtig gesund und lecker. Wir müssen auf jeden Fall noch die Glasnudeln vorbereiten. Da steht aber auf jeder Packung drauf, wie das vonstatten geht. In dem Fall werden die einfach mit kaltem Wasser übergossen, lässt man 10 Minuten ziehen, lässt sie dann abtropfen und schneidet sie dann noch in die gewünschte Größe. Und die kommen dann wirklich ganz am Ende erst für eine Minute noch mit in die Suppe hinein oder in den Eintopf besser gesagt, den wir ja jetzt machen werden. Wir geben auf jeden Fall einen großen Topf auf den Herd und sobald er heiß ist, geben wir so 1 bis 2 Esslöffel von dem guten, leckeren Sesamöl mit hinein. Das ist ja für mich sowas, wenn ich das nur rieche, läuft mir schon immer das Wasser rund zusammen. Oh, da muss ich echt aufpassen. Ich sag's ja, es läuft schon. Ich sauber mich irgendwann noch voll. Gehen wir in den Topf und wenn das richtig heiß ist, braten wir darin rundherum unsere Tofu-Würfel an. Ich habe jetzt einfach Naturtofu genommen, den müsst ihr am besten noch ein bisschen trocken tupfen, der ist ja immer sehr feucht. Den braten wir dann richtig schön knusprig an und nehmen den dann aus dem Topf. Und da Tofu ja meistens das ganze Öl aufsaugt, geben wir vielleicht nochmal 1 Esslöffel mehr dann in den Topf und schmoren darin dann unser geiles Gemüse an. Ne? Also die Möhrchen mit der scharfen Peperoni. Ihr könnt auch Chili nehmen, je nachdem, was ihr bekommt oder wie scharf ihr das auch essen mögt. Das ist ja ein bisschen Geschmackssache. Ich habe jetzt eine rote, scharfe Peperoni genommen. Die Paprika, die Zuckerschoten, die Pilze, den Ingwer und den Knoblauch und den Chinakohl. Das Ganze dünsten wir dann wirklich 5 Minuten richtig schön an und löschen das dann mit der Gemüsebrühe ab. Und wenn wir das gemacht haben, schmecken wir das Ganze dann ab mit Zitronensaft. Das macht ihr auch so ein bisschen nach Bedarf. So ein paar Esslöffel könnt ihr ruhig ran für eine schöne Säure auch in dem Gericht. Sojasauce auf jeden Fall. Deswegen habe ich auch diesmal das Salz weggelassen, denn diesmal kommt wirklich das Salzige alles nur aus der Sojasauce. Und das ist ja auch vom Geschmack her wirklich in der asiatischen Küche nicht wegzudenken. Und natürlich auch noch ein bisschen Pfeffer, aber da halt eben, wie gesagt, vorsichtig abschmecken, je nachdem, wie scharf eure Chilischote oder eure Peperoni ist, je nachdem, was ihr reingehauen habt. Ja, und dann lassen wir das Ganze auf niedriger Stufe so 10 Minuten sanft köcheln. Und ganz am Ende kommen dann wieder die Tofu-Würfel mit hinein und die klein geschnittenen Glasnudeln. Das lassen wir nochmal kurz aufkochen, für eine Minute ziehen. Und dann kommt als allerletztes dann der abgezupfte Koriander unter. Aber das mache ich dann direkt auf den Teller zum Garnieren, damit es dann auch noch schön aussieht und der nicht so extrem in sich zusammenfällt. Ja, und weil das alles so schön hintereinander weggeht, habe ich das jetzt auch alles hintereinander weg runtergerattert. Und wem das so schnell gegangen ist, der guckt jetzt einfach zu. Passt ganz genau auf. Und dann kann auch schon gegessen werden, denn ich habe wie immer Hunger. Fertig unser lecker Gemüse-Tofu-Topf mit Glasnudeln. Richtig schön lecker, so mag ich das. Ich werde jetzt auch gleich kosten. Wem das zu viel Flüssigkeit ist, denn das ist nicht allzu viel, der kann natürlich gerne auch noch mehr Gemüsebrühe angießen. Da muss man natürlich reichlich mit Sojasauce nachlegen. Ich habe ordentlich mit Sojasauce gewürzt. Ich mag es ja gerne kräftig gewürzt, von daher. Und jetzt werde ich mal probieren. So die Frage, geht das besser mit einem Löffel oder mit einer Gabel? Ich glaube, es geht so ganz gut, ja. So. Jetzt einen großen Löffel für einen kleinen Mund. Ist mal dasselbe Problem. Okay, Augen zu und durch.
Richtig lecker. Ich liebe so schön frisches Essen, wo man wirklich noch so ein bisschen Biss auch im Gemüse hat. Und ich finde, es könnte sogar fast noch mehr Sojasauce ran, obwohl ich echt schon ordentlich reingeballert habe. Also am besten stellt ihr auch für eure Gäste immer noch ein bisschen Sojasauce hin, damit sich jeder zur Not nochmal nachwürzen kann. Ich hatte vor allen Dingen gar nicht mehr so viel, ich hatte zum Glück immer noch diese kleinen Packungen vom Sushi-Lieferdienst im Kühlschrank, die habe ich da jetzt alle reingeballert. Und eine habe ich noch da. Die werde ich jetzt noch benutzen, um das Ganze noch ein wenig mehr abzuschmecken. Schmeckt auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ich hoffe, man merkt das nicht irgendwo Koreaner zwischen den Zähnen. Das wäre nicht besonders sexy, aber damit müssen wir dann leben. Ich hoffe, dass wenigstens mein Essen sexy ist und ihr Bock drauf bekommen habt, das nachzumachen und es euch genauso gut schmeckt wie mir, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben. Ich werde euch natürlich alle anderen veganen Rezepte hier oben verlinken. Und da das ja eine Suppe, Eintopf-Geschichte ist, werde ich euch natürlich auch meine Playlist mit Suppen und Eintöpfen hier oben verlinken, falls ihr generell auf sowas steht, dürft ihr da gerne reinschauen. Nächste Woche geht es dann, glaube ich, wieder weiter mit Fleisch. Da kommen dann die Fleischliebhaber wieder auf ihre Kosten und dürfen gerne auch donnerstags immer schon bei mir abstimmen auf meinen Social-Media-Seiten, was es geben soll. Da findet ihr mich auf Facebook und Instagram hauptsächlich, aber natürlich auch auf Google+, Twitter und Snapchat. Ganz genau. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Ich würde mich definitiv freuen. Also lasst mir doch ein Abo da und ich sage bis bald. Ciao.